Herzlich willkommen bei der eMupel 2020 zum Vortrag Datenschutz und M&A-Transaktionen. Mein Name ist Christine Funk, ich bin Rechtsanwältin bei Pöllert & Partners im Bereich M&A und Private Equity am Standort in Frankfurt. Mit dabei mein Münchner Kollege. Hallo Benjamin. Hallo Christine. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin Aldegarmann. Ich bin Rechtsanwalt an unserem Münchner Standort, arbeite auch im Bereich M&A und Private Equity Transaktionen. In den nächsten 20 Minuten wollen wir einen kurzen Überblick geben über die Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit M&A Transaktionen. Hierfür haben wir eine kleine Präsentation vorbereitet. Wir haben unseren Vortrag in 4 Unterabschnitte untergliedert. Zum ersten wollen wir Ihnen ein paar allgemeine Informationen über die DSGVO mitteilen. Dann setzen wir uns die Verkäuferbrille auf und betrachten die DSGVO im Rahmen der M&A-Transaktion. Im Anschluss erfolgt dies aus Käufersicht durch meine Kollegin. Beginnen wir mit ein paar allgemeinen Informationen. Ich denke, jeder von Ihnen hat einmal von der DSGVO gehört oder gelesen. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die Bußgelder deutlich erhöht wurden. Es drohen Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes der Person, die gegen die DSGVO verstößt. Grundsätzlich kann man festhalten, dass die DSGVO einen sehr weiten Anwendungsbereich hat. Was bedeutet dies nun für uns und M&A-Transaktionen? Es gibt keine Bereichsausnahme. Das heißt, die DSGVO gilt auch in diesem Bereich vollumfänglich. Wann kommt die DSGVO zur Anwendung? Einfach ausgedrückt genügen hier 2 Voraussetzungen. Die Verarbeitung und personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Die Verarbeitung kann automatisiert erfolgen oder nicht automatisiert, wenn die personenbezogenen Daten in einem Dateisystem gespeichert sind. Für den M&A-Deal bedeutet das, dass unabhängig davon, ob ein elektronischer oder physischer Datenraum zur Verfügung gestellt wird, diese Voraussetzungen gegeben sind. Was bedeutet das für die Perspektive des Verkäufers? Der Verkäufer möchte dem Käufer Dokumente mit personenbezogenen Daten offenlegen. Die Datenschutzgrundverordnung enthält ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet ganz konkret, dass eine Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten unzulässig ist, es sei denn, ein Erlaubnistatbestand ist erfüllt. Solche Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung finden sich insbesondere in Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. Ein klassisches Beispiel ist die Einwilligung. Nehmen wir einen Geschäftsführer der Zielgesellschaft. Er ist involviert in die Transaktion und kann dann ganz bewusst in die Offenlegung seines Geschäftsführerdienstvertrages im Datenraum einwilligen. Der Käufer hat dann Zugriff auf die personenbezogenen Daten des Geschäftsführers und kann diese prüfen. Nun sind M&A-Transaktionen dadurch gekennzeichnet, dass nicht alle Beteiligten darüber informiert sind. Daher wird man nicht immer über eine Einwilligung zu einer Rechtfertigung kommen. In der Praxis behilft man sich hier mit einer Abwägung. Und zwar geht es um die Wahrnehmung berechtigter Interessen. Was dies bedeutet, soll dieses Schaubild veranschaulichen. Auf der einen Seite haben wir das berechtigte Interesse des Verantwortlichen. Der Verkäufer möchte personenbezogene Daten offenlegen, damit der Käufer sich ein umfassendes Bild von dem Unternehmen machen kann. Gegebenenfalls ist dadurch auch ein höherer Kaufpreis möglich. Auf der anderen Seite steht die Person, deren personenbezogene Daten offengelegt werden. Sie hat ein Interesse an der Geheimhaltung dieser Daten. Und genau diesen Schutz dieser personenbezogenen Daten bezweckt die DSGVO. Für diese Abwägung gibt es eine Faustformel. Je früher wir im Verkaufsprozess sind, desto weniger Informationen darf ich freigeben, desto intensiver muss ich personenbezogene Daten schützen. Je näher ich also an das Ende der Transaktion komme, desto eher ist es mir möglich, personenbezogene Daten im Einzelfall offenzulegen. Wie kann ich mich vor einer unrechtmäßigen Offenlegung schützen? Möglich ist ein physischer Datenraum. Heutzutage läuft aber viel über virtuelle Datenräume, aber auch hier kann ich Funktionen wie die Druck- oder Downloadmöglichkeit ausschalten. Klassischerweise werden personenbezogene Daten in den Dokumenten geschwärzt. Bei wettbewerbssensiblen Daten bietet man oft einen sogenannten Clean Data Room an. Hier haben nur ganz spezielle Berater Zugriff.
Das könnte man auch mit personenbezogenen Daten machen. In Vertraulichkeitserklärungen können Vertragsstrafen vereinbart werden und Löschpflichten bei Scheitern der Transaktion. Im Endeffekt kann ich auch die Datenmenge beschränken. Allerdings muss ich hier trotzdem meiner Offenlegungspflicht als Verkäufer genügen. Nicht ganz unwesentlich sind die Informationspflichten nach der DSGVO. Ich kann personenbezogene Daten direkt bei der betroffenen Person erheben. Dann trifft mich eine Informationspflicht zum Zeitpunkt der Erhebung. In der Regel werden hier Datenschutzerklärungen verwendet. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel des Geschäftsführers. Die Zielgesellschaft erhebt direkt die personenbezogenen Daten des Geschäftsführers und muss den Geschäftsführer über die Erhebung und die Speicherung informieren. Ich kann aber auch nicht bei der betroffenen Person die personenbezogenen Daten erheben. Trotzdem kann mich möglicherweise eine Informationspflicht treffen. Dies ist in der Regel innerhalb eines Monats zu erfüllen. Klassisches Beispiel hierfür wäre der Käufer, der die personenbezogenen Daten des Geschäftsführers im Datenraum erhebt und nicht direkt beim Geschäftsführer. Es ist anzuraten, dass sich hier die Parteien im Rahmen der Transaktion abstimmen, wer und inwiefern diesen Informationspflichten nachgekommen wird. Wie kann ich mich davor schützen? Ich kann die personenbezogenen Daten schwärzen und damit die Dokumente umfassend anonymisieren. Zudem kann ich aggregierte Listen erstellen, damit nur statistische Angaben weitergegeben werden. In solchen Fällen ist der Anwendungsbereich der DSGVO nicht eröffnet. Oftmals werden auch externe Dienstleister mit einbezogen. Dies können Datenraumanbieter oder Finanzberater einer Investmentbank sein. Letztere sammeln in der Regel die Due Diligence-Unterlagen, ordnen diese, schwärzen diese und stellen sie geordnet wieder in den Datenraum. Für diese und für die Datenraumanbieter sollten sogenannte Datenauftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen werden. Auch für diese Verträge enthält die DSGVO einige Vorgaben, die einzuhalten sind. Für Datenraumanbieter im Ausland sollte man prüfen, inwiefern der DSGVO-Schutz gilt und ob man nicht weitere Regelungen abschließen muss. Zusammenfassend können wir also festhalten: Der Verkäufer muss alle Unterlagen aufarbeiten. Er muss prüfen, welche Dokumente personenbezogene Daten enthalten. Er sollte gegebenenfalls Schwärzungen vornehmen oder aggregierte Listen erstellen. Klassischerweise wird er Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließen oder die eben genannten Auftragsverarbeitungsverträge. Bei einem Drittlandstransfer sollte er prüfen, inwieweit der DSGVO-Schutz eingehalten werden kann oder ob weitere Regelungen zu treffen sind. Soweit ein Datenschutzbeauftragter vorhanden ist, sollte dieser in diesen Prozess auf jeden Fall mit eingebunden werden. Mein Kollege hat den Datenschutz im Rahmen einer M&A-Transaktion aus Verkäufersicht dargestellt. Jetzt drehen wir die Blickrichtung einmal um und betrachten den Datenschutz aus Käufersicht. Wenn Sie ein Unternehmen erwerben möchten, führen Sie typischerweise zunächst eine Due Diligence durch, um eventuelle Risiken im Unternehmen zu identifizieren. Und dazu versenden Sie als Käufer eine sogenannte Anforderungsliste, mit der Sie bestimmte Fragen an den Käufer weiterleiten. Ich habe Ihnen im Folgenden 7 Fragen mitgebracht, mit deren Hilfe Sie dem Unternehmen im Datenschutz auf den Zahn fühlen können. Sie können sich damit einen Überblick verschaffen, in welchem Umfang Datenschutz für die Gesellschaft ein Thema ist und können dann auch mögliche Risiken identifizieren. Die erste Frage lautet: Welche personenbezogenen Daten werden gespeichert oder sonst wie verarbeitet? Sie werden bemerken, mit dieser Frage wird bei der Gesellschaft abgefragt, welche personenbezogenen Daten es im Unternehmen überhaupt gibt. Personenbezogene Daten sind solche, die sich auf eine natürliche Person beziehen. Das können Angaben über persönliche Verhältnisse sein, zum Beispiel Namen, Anschrift, Familienstand oder Geburtsdatum. Und das können Angaben über sachliche Verhältnisse sein, sofern sie sich natürlich auf eine Person beziehen. Und Beispiele dafür sind Angaben über Eigentumsverhältnisse, vertragliche Beziehungen zu Dritten. Kommen wir zur zweiten Frage.
Werden personenbezogene Daten besonderer Kategorien nach Artikel 9 DSGVO gespeichert oder sonst wie verarbeitet? Wie Sie an der Frage erkennen können, es gibt also eine besondere Art von Daten. Der Gesetzgeber hat nämlich erkannt, dass es besonders sensible Daten gibt, die besonders geschützt werden müssen. Diese sogenannten personenbezogenen Daten besonderer Kategorien sind alle Daten, aus denen die rassische und die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgeht. Dasselbe gilt für genetische Daten, biometrische Daten und Gesundheitsdaten. So ist beispielsweise die Information, dass ein Angestellter mit Covid-19 infiziert ist, ein personenbezogenes Datum besonderer Kategorie. Was ist die Folge davon? Nur unter besonderen Umständen ist die Verarbeitung solcher Daten gerechtfertigt und das muss man prüfen. Dann müssen diese Daten und die Verarbeitung dieser Daten im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert werden. Und unter Umständen ist ein Datenschutzbeauftragter obligatorisch und es muss eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden. Zur dritten Frage. Gibt es einen Datenschutzbeauftragten und wurden seine Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde mitgeteilt? Nicht alle Unternehmen sind verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Es gibt dazu verschiedene Fallgruppen. Die beiden wichtigsten habe ich Ihnen hier einmal mitgebracht. Die erste Fallgruppe kennen schon die meisten, das ist die 20-Mitarbeiter-Grenze. Wenn also mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, dann muss man einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Eine weitere wichtige Fallgruppe liegt vor, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens in der Durchführung von umfangreichen Datenverarbeitungsvorgängen besteht. Lassen Sie sich in der Due Diligence auch mitteilen, ob es sich um einen internen oder einen externen Datenschutzbeauftragten handelt und prüfen Sie, ob möglicherweise Interessenkonflikte vorliegen können. Kommen wir zur vierten Frage. Die lautet, gibt es datenschutzrechtliche Dokumentationen? Ja, und wenn ja, legen Sie uns diese bitte vor. Sie merken, mit dieser Frage wollen wir alle Dokumente in einem Unternehmen abgreifen, die mit Datenschutz zu tun haben, um uns einen möglichst umfassenden Eindruck zu verschaffen. Und es gibt eine ganze Menge dieser datenschutzrechtlichen Dokumentationen. Ich habe Ihnen auf dieser Folie einmal eine Auswahl aufgelistet. Es gibt noch mehr, aber das sind die wichtigsten. Ich schlage vor, wir gehen das einmal im Einzelnen durch. Da wären die Datenschutzhinweise und die Datenschutzerklärungen. Diese dienen der Einhaltung der Informationspflichten, wenn Sie eine Website oder eine App betreiben. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist eine Aufstellung sämtlicher in einem Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten mit Angabe dazu, welche Personen betroffen sind. Das sind in Unternehmen typischerweise Angestellte, Kunden und Lieferanten. Des Weiteren muss das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten den Zweck der Verarbeitung angeben und ob die Daten an Dritte übermittelt werden. Sie sehen also, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gibt Ihnen einen wirklich guten Überblick. Kommen wir zu den Datenschutzrichtlinien. Datenschutzrichtlinien gibt es zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Richtlinie zur Nutzung von Internet und E-Mail oder Richtlinie zu Zutritt, Zugang und Zugriff auf personenbezogene Daten. Dann kann man noch zwischen Unternehmensrichtlinien und Konzernrichtlinien unterscheiden. Die letzten werden einheitliche Regelungen für sämtliche Unternehmen eines Konzerns festlegen. Die nächste Kategorie der Dokumentationen sind die Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung. Mein Kollege hat die eben schon erwähnt. Diese Vereinbarungen müssen immer dann abgeschlossen werden, wenn ein Dritter eingeschaltet wurde, der im Auftrag Daten verarbeiten soll. Typisches Beispiel, der Cloud-Anbieter, der Daten des Unternehmens bei sich auf den Servern speichert. Das nächste Dokument ist die Datenschutzfolgeabschätzung. Dies ist immer dann durchzuführen, wenn das Unternehmen neue Technologien verwendet, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge haben.
In der Dokumentation ist dann eine Bewertung des Risikos durchzuführen und adäquate Maßnahmen sind festzulegen. Das nächste Dokument auf unserer Liste, die Beschreibung des Datenschutzmanagementsystems. Jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, muss über die Einhaltung des Datenschutzes Rechenschaft ablegen und muss das dokumentieren. Und das kann man durch ein entsprechend dokumentiertes Datenschutzmanagementsystem tun. So, die letzten Punkte, die haben mit dem Datenschutzbeauftragten zu tun. Wenn einer bestellt ist, lassen Sie sich auf jeden Fall den Dienstvertrag vorlegen, um nachzusehen, ob dieser zur Durchführung eines Audits oder zur Erstellung regelmäßiger Berichte verpflichtet ist. In den Berichten erhalten Sie auch Informationen darüber, welche Risiken der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen bereits identifiziert hat und ob entsprechende Maßnahmen zu deren Beseitigung getroffen wurden. Kommen wir zu unserer fünften Frage. Werden personenbezogene Daten an verbundene Unternehmen oder an sonstige Dritte übermittelt? Mit anderen Worten, gehen aus dem Unternehmen Daten raus an Dritte? Wenn ja, muss man sich nämlich Gedanken darum machen, wie die Rechtfertigung aussieht, beziehungsweise nach welchen Normen sich die Rechtfertigung richtet. Beispiel ist die Datenspeicherung in der Cloud oder das externe Lohnbüro. Als Rechtfertigung in Betracht kommen zum Beispiel die Einwilligung, eventuell ein berechtigtes Interesse, Auftragsverarbeitung. Prüfen Sie in der Due Diligence, ob diese tatsächlich vorliegen. Kommen wir zur vorletzten Frage. Werden personenbezogene Daten an Personen außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraums übermittelt? Es werden also nicht nur Daten übertragen, sondern diese Daten verlassen sogar die Europäische Union und gelangen somit in Rechtsordnungen, bei denen die Datenschutzgrundverordnung nicht gilt. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, um die Daten dennoch unter Wahrung des Datenschutzes übertragen zu können? Das sind einmal Standardvertragsklauseln im Konzernsachverhalt, sind Binding Corporate Rules denkbar und schließlich auch die Einwilligung. Prüfen Sie, ob diese letztlich vorliegen. Die letzte Frage. Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen wurden zur Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit sowie der IT-Sicherheit getroffen? Tja, was wäre Datenschutz ohne Datensicherheit? Ja, letztlich nur eine leere Hülse. Daher müssen Unternehmen technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Welche Maßnahmen kommen da in Frage? Ich habe Ihnen hier die Möglichkeiten aufgelistet. Diese Liste finden Sie letztlich auch im Gesetz, und zwar in § 64 Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes. Ich werde diese Maßnahmen nun im Einzelnen nicht durchgehen. Meines Erachtens sind die im Übrigen weitgehend auch selbsterklärend. Wichtig ist, dass sich das Unternehmen Gedanken zu jeder dieser Maßnahmen macht und das eben auch dokumentiert. Lassen sich diese Dokumentation in der Due Diligence zeigen. So. Das waren meine 7 Fragen, mit denen Sie in der Due Diligence schon einiges über die Umsetzung der DSGVO im Unternehmen erfahren und gleichzeitig wesentliche Risiken abklopfen konnten. Je nach Antwort zu den einzelnen Fragen muss man dann gegebenenfalls noch ein bisschen tiefer graben. Wenn Sie Risiken identifiziert haben, ist als nächstes zu entscheiden, wie Sie damit im SPA umgehen. Im Wesentlichen kommen dazu Garantien oder Freistellungen in Betracht oder gegebenenfalls die Aufforderung des Unternehmens, bestimmte Missstände bis Closing zu beheben. Benjamin, was sollte man aus deinem Teil mitnehmen? Wenn man die Perspektive und die Brille des Verkäufers einnimmt, dann ist wichtig, dass man zunächst erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Man muss herausfinden, welche personenbezogenen Daten vorhanden sind und welche im Rahmen der Transaktion noch offengelegt werden. Wenn ich personenbezogene Daten offenlege, dann muss ich mich immer fragen, aufgrund welcher Rechtsgrundlage mache ich das?
Warum mache ich das alles? Ich möchte verhindern, dass ich die Vorgaben der DSGVO nicht einhalte als Verkäufer und mir möglicherweise ein Bußgeld droht. Damit haben wir in den letzten Minuten Ihnen hoffentlich einen groben Überblick geben können über den Zusammenhang der Datenschutzgrundverordnung und einem M&A-Deal. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, können Sie sehr gerne jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Ich von meiner Seite aus München wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich ebenfalls. Schöne Grüße aus Frankfurt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Okay.